ich bin cool mit dem, wenn die Leute ein gutes Herz haben und das Herz am rechten Fleck haben, wenn man Arschloch ist als Mensch, dann ist man Arschloch als Mensch, für den habe ich auch keinen Respekt. Wenn ein Politiker ein gutes Herz hat? Ja, ist doch gut. Ich habe doch gar nicht. Ich finde sie ja sympathisch. Ich bin ja froh, dass wir, dafür sitzen wir ja, glaube ich, auch hier, dass wir diese ganzen Klischees mal ein bisschen aufbrechen. Ja, richtig. Ne? Haben Sie sich eigentlich um Sie oder du geeinigt? Auf ein Sie. Auf das Sie? Er besteht drauf. Also ich bin ja Sozialdemokratin und wir duzen uns ja alle. Ne? Also die alle Minister, schon als ich noch ein normales Mitglied war, habe ich die Minister und Ministerpräsidenten geduzt. Mir fällt das immer total schwer. Also ich bitte schon mal Entschuldigung, wenn ich mal ins Du rüberrutsche. Ist kein Problem, ich bin das gewohnt. Aber für mich ist es hier sehr so adrett gekleidet. Ich sitze hier wie so, weißt du, wie im Rektorzimmer damals oder wie, wenn du was angestellt hast und neben den Polizisten, dann musst du auch immer Sie sein. Wir bleiben ein Sie-Freundchen. Aber dann, und bevor ich wieder aus der Rolle falle und aus dem Du ins Sie komme, bleibe ich lieber gleich bei Sie. Alles gut. Wird für mich umso lustiger, also Kontra K, was wissen Sie über Frau Wahle? Nichts. Ich habe bewusst nicht nachgeguckt, weil ich nicht hier wie so ein... Ich wollte, also ich finde nichts gegen Sie, aber ich hatte keine Lust, irgendwas zu lesen. Ich wollte das aus dem Bauch rausführen, das Gespräch, weil es ja auch einfach wichtig ist, worum es geht. So. Deswegen wollte ich nichts lesen, nachher dann mit irgendwelchen Zitaten schmeißen oder so. Deswegen dachte ich, wir kommen vielleicht in dem Gespräch einfach auf irgendwas. Und was haben Sie denn über mich nachgeforscht? Wikipedia, ne? Was man so macht. Da steht viel ja mehr habe ich auch. Drin immer. Das ist ja gut, das mag sein. Also Kampfsport stand drin. Ja. Viel über Kampfsport. Und natürlich ein bisschen mehr über die Musik. Ja. Aber ich gebe jetzt ehrlich zu, ja, auch ein bisschen. Also ich gebe jetzt ehrlich zu, dass Rap bisher nicht so meine Musik ist. Aber ich habe zwei Söhne, die so in dem Alter sind, knapp 14 und 21. Und da kriege ich hin und wieder mal ein bisschen was mit. Und ich habe mit denen auch hin und wieder schon. Haben Sie bei denen nachgefragt praktisch, nee, was ist das für einer? Nein, habe ich extra nicht. Wo ist so sein Status in der Szene? Überhaupt nicht. Ich wollte mir ja ganz unvoreingenommen ein Bild machen. Ihre Kinder haben Hip-Hop-Bezug, haben Sie gesagt. Stimmt das? Ein bisschen. Also die hören querbeet, aber Hip-Hop ist schon auch dabei. Ja. Und kriegen Sie dann damit dann auch mit, was in dieser Szene oder in dieser Musikrichtung passiert? Also haben Sie ein Bild davon, wofür Hip-Hop eigentlich steht? Ja, also ich habe natürlich jetzt dann den Blick der Mutter, ne? Das ist auch klar. Und natürlich höre ich gerade dahin, wo es ein bisschen, so ein bisschen heikel wird. Es war ja klar, dass das Thema auch aufkommt. Ich bin ja nun mal auch Familienministerin und klar höre ich dann hin. Vor allen Dingen, wenn es um Frauen geht. Also aber die werden ja gut bürgerlich groß, die Kids. Also ich gehe davon aus, ja, sie wohnen nicht in der Stadt. Wohnen Sie in Berlin? In der kleinen Stadt. Nee, in Rheinland-Pfalz, an der Luxemburger Grenze. Ja, ganz da weit geht's weg ja noch, von hier. Da geht es ja noch gut. Aber ja, meine, wenn man das hier mitkriegt, ist das ja schon nochmal was anderes. Ja. Aber da ist die Umgangssprache auch rauer und ich finde, deswegen rechtfertigt sich das alles so. Das ist ja ein Sprachrohr nach draußen. Und darüber wollen wir auch eigentlich reden. Also als Familienministerin, ich finde, es wird ja viel gesagt, wir tun so viel für die Jugend und so. Und ich kriege davon nicht so viel mit. Ich bin Boxtrainer, ich bin ehrenamtlich tätig. Und ich finde, gerade in den Brennpunkten, also wir sind jetzt hier nicht in so einem Brennpunkt, wir sind in einem wunderschönen französischen Café, was Berlin leider auch hat, die zweite Seite in diesem Hipster-Teil. Aber ich finde, da wird viel zu wenig getan. Ich kriege mit, dass Straßen gebaut werden, ich kriege mit, dass die Mittelschicht stirbt. Das ist, was ich Sie eigentlich mal fragen wollte. Wo das ganze Geld hingeht und wo bei Jugendlichen was getan wird. Warum die ganzen Lehrergehälter runtergehen, warum, wenn es um Ammen geht oder um Hebammen, warum das alles runtergeht. Genau die wichtigen Posten, wo man eigentlich angreifen müsste. Das ist ja genau Ihr Metier, denke ich. Naja, das ist auch durchaus was innerhalb der Politik, wo man schon auch die Gewichtung manchmal merkt. Ne? Also wenn ich meine Themen durchsetzen will, dann erlebe ich das auch als schwieriger, als wenn jetzt der Verkehrsminister seine Themen durchsetzen will. Ja gut, aber das ist ja... Ich glaube, es hat viel damit... Also die Frage war ja jetzt, warum ist das so? Ja. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass es zu wenig Menschen im Parlament gibt oder generell in den Parlamenten gibt, die solche Erfahrungen mitbringen. Also es gibt ja immer noch zu wenig Sie Frauen ja zum Beispiel. Eigentlich, dass viele Leute nicht fähig sind in dem, was sie tun. Weil sie sollten ja, ich finde, ein Politiker setzt sich ja für die Leute ein, dann sollte er ja wissen, wie diese Leute sind. Dann haben Sie ja gerade eigentlich gesagt, dass dort die Leute nicht verstehen, wie wir uns fühlen. Das ist ja, was nee, es kann ja nicht jeder Einzelne die Erfahrungen von allen Menschen in sich tragen. Ne? Na klar, verstehe. Sondern wofür ich eigentlich werben will, ist dafür, dass unsere Parlamente vielfältiger werden müssen. Wir bräuchten mehr Frauen, mehr Mütter, mehr junge Mütter, mehr Alleinerziehende im Parlament. Dann würden auch Themen wie Hebammen, Alleinerziehende und so weiter auch größer werden. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass das bei uns nicht auf dem Radar ist. Also ich zum Beispiel bin jetzt nicht mehr ganz so jung,
aber auch alleinerziehend und auf dem Land wohnen, Frauen auf dem Land ist echt kein Luxusproblem. Und bringe jetzt, also kümmere mich deswegen zum Beispiel im Moment ganz stark um Alleinerziehende und Familien, die sich trennen. Weil da kommen die Kinder nämlich unter die Räder, das geht dann nicht um Geld, sondern da geht es um Gefühle und wie die leben und wie nachher diese Familien, die sich getrennt haben, wie das alles abläuft, damit die Kinder eben nicht unter die Räder kommen. So. Was Kinderarmut angeht, da geht es wirklich darum, Kinder sind arm, wenn die Familien arm sind. Ja, da muss man sich um die Familie da würde ich gerne mal eingreifen. Ja, es geht ja nicht um generell die Armut, sondern es geht einfach darum, dass, Sie sagen ja selber, ich rede ja davon, dass wir dort einfach klügere Menschen schaffen. Und da ist es ja dann wurscht. Dann geh doch ins Parlament. Ich ins Parlament? Ja. Was du weißt doch, worum es geht. Ja, nee, Entschuldigung, jetzt gehe ich doch ins Du. Ja gut, dann sind wir beim Du. Ist jetzt dann kandidier halt. Ja, kandidier. Hopp. Ich kandidiere. Erstens, wer wählt mich? Und hopp, ist ja auch Quatsch. Da sitzen Leute, die ganze Zeit in irgendwelchen Lateinsprachen reden, die gelernt haben, drum herum zu reden. Doch. Das ist echt Quatsch. Na doch, Mann, keiner von den Jungs draußen. Das sind Vorurteile. Wir haben Vorurteile gegen euch, ihr habt doch Vorurteile gegen uns. Das ist so. Warum wissen wir da draußen alle nicht? Ich kann meinen Buchstuhl fragen, ja, wofür steht die Partei? Der würde mir sagen, was willst du überhaupt von mir? Ja, guckt der Nachrichten? Ja, warum? Weil alle die ganze Zeit, ja, also es dreht sich in dem Kreis darum, dass der und so. Und also eigentlich sind wir dafür, man weicht immer aus, man kommt auf keinen Punkt. Man also ist mir nicht durch. Ein Sack Kartoffeln ist ein Sack Kartoffeln. Und ein Sack Kartoffeln, da möchte ich nicht wissen, ob der da und da entstanden ist, ob der da umgekippt ist mal und so. Ich möchte wissen, was ist, wie viele Kartoffeln sind. Das ist mir zu bequem. Das ist, mir das ist zu nicht bequem, doch, weil wenn Sie sagen, doch, dass nur Leute mit 50 zurück, dort drin sind, ihr lehnt euch zurück und das sagt, ist ja Quatsch. Ich lehne mich nicht mal, zurück. Ja? Also und wenn ihr es nicht hinkriegt, dann seid ihr einfach zu doof. Das stimmt nicht. Und stimmt am nicht. Falschen Platz. Das stimmt nicht, das ist Quatsch. Gerade mir das zu sagen, ist sowieso Quatsch. Ich bin in 3 Boxclubs tätig, ich kriege die Kids mit, da kriegt sie noch keiner. Wenn einer dran ist, bin ich das. Ich bin ja für das ganze Land jetzt zuständig. Ne? Und die Berliner Perspektive, auch gerade der Kids, mit denen sie jetzt arbeiten, ist halt eine. Es gibt die auch noch woanders, das ist überhaupt keine Frage, aber das ist ja nicht die gesamte Realität in Deutschland, auch nicht in allen Großstädten. Frankfurt am Main, ganz NRW. Ja, es gibt diese Kinder und es gibt die Problematik, aber es gibt, also jetzt zu sagen, das ganze Land ist scheiße, nee, das geht mir einfach zu weit. Wir haben eine super Struktur, das behaupte ich auch nicht. Okay. Aber wir sind auf dem, ist wie so ein Skifahrer nach unten gehen. Nee, doch, sind wir nicht. Also wir haben zu lange, zu wir wenig. Haben kein, wir haben kein Handwerk mehr, wir haben doch gar nichts. Es gibt doch die Ausbildung. Das Handwerk haben wir bald nicht mehr, weil zu wenig. Aber die Leute keinen Kids, Bock mehr haben. Nein, weil die Kids keinen Bock mehr haben. Die ja, aber kriegen warum, ihre haben die, warum haben die keinen weil Bock? Die in der Schulbildung schon versagen, weil dort Lehrer sitzen, die einfach nur geopfert werden, weil sie kein Geld kriegen und gar keinen Bock haben, irgendwas zu verändern. Und wenn es schon so ist, dass die Hebammen die ganze Zeit streiken müssen oder das. Man kriegt doch gar nichts mehr mit. Wer will noch Hebamme werden? Wer will noch Lehrer werden? Wer studiert noch Lehramt? Ganz wenig Menschen. Nee, und die haben studieren ganz viele Leute Lehramt und es gibt auch Hebammen. Die Hebammen kriegen zu wenig Geld. Und die gehen alle auf die Rüttli-Schule. Die wollen alle an die Rüttli-Schule oder so. Also nochmal, also es gibt, gucken wir jetzt auf ganz bestimmte Bezirke. Das ist ein anderes Gespräch, als wenn wir jetzt darüber reden, was läuft eigentlich okay. im Land falsch. Generell ist es so, im Handwerk gibt es total viele offene Stellen. Die finden die Leute nicht. Und da treffen wir uns wahrscheinlich. Es gibt zu viele, die von der Schule runterkommen und nicht fit sind dafür, in so eine Lehre zu gehen. Mein Ansatz, ich bin ja nicht für Schule zuständig, aber ich bin für Kitas zuständig. Und meine Erfahrung ist die, das Problem in der Vergangenheit war oft, die Kinder kommen in die Schule und am Anfang der Schule trennt es sich im Grunde genommen schon. Da sind die haben es leichter, weil die haben erstens ein Elternhaus, wo viel gelesen wird, wo gefördert wird, wo es viel Bildung, Kultur und so weiter gibt. Und es gibt die das nicht haben. Und das geht schon ganz, ganz früh auseinander. Und das ist ein Ansatz, wo ich finde, das müssen wir echt verhindern. Ich beschäftige mich nicht viel mit Politik, ja. Weil es mir einfach zu viel. Das ist wie über eine Wandfarbe reden, da schalte ich nach 2 Minuten ab, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und Sie sind für mich halt jetzt gerade der Zugang dorthin, weil Sie kommen immer wieder zurück auf Ihr eigenes Gebiet und wir müssen dort das machen. Und ich sage, nein, das ist für mich sollten Sie... Was müssten wir denn machen? Was müssen wir, ich sage es ja die ganze Zeit, es müsste mehr an Schulen getan werden, es muss mehr unten angefangen werden. Genau, das versuche ich auch gerade zu sagen. An der Kita, aber bei der Kita und dann bei der Schule, da habe ich mich bei meinen Jungs jetzt nicht so sonderlich beliebt gemacht, aber ich bin echt ein Fan von Ganztagsschulen. Das ist auch noch längst nicht im ganzen Land so. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Berlin aussieht, aber wir brauchen die Ganztagsschulen einfach, weil es so viele Kinder gibt, die kommen nach Hause. Die kriegen manchmal noch nicht mal dann ein anständiges Mittagessen.
haben keine Hilfe bei den Hausaufgaben und sitzen dann im Grunde genommen ziemlich viel vorm Fernseher oder vor der Konsole oder was auch immer. So, und da ist dann auch kein Wunder, wenn es wieder auseinandergeht. Ja, aber was wird denn da genau getan? Also ich meine, wird da spezifisch an 5 Schulen jetzt geholfen oder hat man eine Projektschule? Ich sehe, man hört immer, da wird jetzt was gemacht. Man weiß aber nicht, wie viel Geld wo genau von was dorthin geht. Es wird für jeden anderen Mist wird irgendwie Geld ausgegeben und weggeballert und wir sind so hoch verschuldet. Aber ich denke, wenn wir ein Drittel davon, nicht mal ein Zehntel davon in Schulen investieren würden, dann hätten wir schon wieder mehr. Und so, unsere ganzen Hallen, alles verfällt. Die Kinder haben gar keinen Bock mehr, da zum Sport zu gehen. Also ich habe eine Erklärung dafür, die wird sie nicht zufriedenstellen, weil sie auch nicht zufriedenstellend ist. Nämlich, dass für die Bildung, also für die Schulen, die Länder zuständig sind. Und das ist dann halt sehr, sehr unterschiedlich. Und die Länder haben natürlich ganz unterschiedliche Probleme. Also in einer Stadt wie Berlin hast du natürlich ganz andere Problemlagen als in Baden-Württemberg oder so. Ne? Und in Berlin musst du echt richtig, richtig viel Geld in die Hand nehmen, was Berlin nicht hat. Die 690 Leute kriegen es nicht gebacken, das Geld richtig zu verteilen. Das verstehe ich nicht. Ich würde gerne noch mal... Weil da immer sich gestritten wird, weil das ist Partei A und das ist Partei B. Und da sind das ist 50. Auch richtig, sich zu streiten. Ja, aber das ist ja Quatsch, wenn man sich die ganze Zeit nur streitet. Ja, genau. Und dann hat man am Ende einen Salat und nichts kommt bei rauf. Ja, aber wie soll das denn sonst gehen? Soll man eine Einheitspartei gründen oder was? Das hat man am Das kann Teil ich nicht sagen. Republik. Dafür haben Sie ja studiert und dafür sind Sie ja ein bisschen schlauer als ich. Was wir hier schon gemerkt haben, ist, dass offensichtlich aus dem Umfeld, in dem Contra K unterwegs ist, eine gewisse Politikverdrossenheit offensichtlich ist. Ja. Jetzt stehen Sie auf anderer Seite und müssen gerade in so einer Phase dafür, auch dafür werben, dass die Leute sich für das interessieren, was Politiker macht. Glauben Sie, dass Sie näher dran sind, als er das Gefühl hat? Oder ist diese Kluft näher wo dran? An diesen Leuten, dass die Leute verstehen, was wirklich die Ziele von Politikern sind? Weil es klingt ja schon so, als ob man viel weiter davon entfernt ist, als sie sich das wünschen würden. Normalerweise ist es nicht ganz so, sag ich mal, konfrontativ. Ne? Also wenn das, ich finde das völlig okay, aber wir reden ja jeden Tag, alle meine Kolleginnen und Kollegen reden ja jeden Tag mit Leuten. Also wir gehen auf Veranstaltungen, Leute kommen zu uns und man wird auch einfach angesprochen, angeschrieben und so. Klar, ich gebe auch zu, diejenigen, die wirklich einfach sagen, ich will damit nichts zu tun haben, ich will mit Politik nichts zu tun haben, das ist natürlich für mich jetzt auch schwierig. Ja? Ich verstehe es nur bedingt, weil Politik beeinflusst dein Leben, ob du das willst oder nicht. Und wenn du willst, dass sich was ändert, dann... Stimmt. Muss man bereit sein, irgendwie in Stimmt. Kontakt mit Politik Sag zu treten? Sage ich ja gar nicht. Ja. Ich trete auch in Kontakt mit Politik und ich behaupte nicht, dass die Kids das nicht wollen. Mhm. Ich behaupte nur, dass wenn man eine Sache wie Atomphysik verkauft, die eigentlich wie simples Plusrechnen verkauft werden sollte, dann haben viele Leute da keinen Bock mehr drauf. Das stimmt, also das sehe ich genauso. Es gibt aber so eine und solche. Ne? Also ich bin jetzt zum Beispiel jemand, ich mache unheimlich viel auf Facebook. Das ist jetzt für die junge Generation auch nicht mehr so interessant. Auf Instagram und Snapchat bin ich nicht so viel unterwegs, gebe ich zu, aber auf Facebook. Und ich mache das wirklich selber und ich diskutiere da auch mit den Leuten. Und die aber kriegen auch eine Sie Antwort auf die Frage. Eine Woche, entschuldigen Sie, dass ich unterbreche, würden Sie mal eine Woche oder zwei Wochen oder am besten mal einen Monat wirklich an eine Problemschule gehen und dort einfach als Aushilfslehrer arbeiten? Nur um das kennenzulernen, wie das ist, wie die Kinder sich dort verhalten und dann vielleicht zu erkennen, was Probleme sind. Und ich finde, das ist was fehlt. Da ist die Kluft zu groß. Weil viele Politiker kommen aus ihren Eliteschulen, waren vorher an irgendeinem hohen Posten, sind irgendwo da und rutschen so vorbei an dem, was eigentlich die Wahrheit ist. Und zwar an dem Beton, so an dem, was einfach ist. Die gehen auf ihrem grünen Gras, gehen dahin hoch und dann entscheiden sie und sagen, ja, wir haben ja mal mit Leuten gesprochen. Ja, also was mich ein bisschen stört, ist dieses Vorurteil, dass alle Politiker irgendwie Oberschichtenkinder wären. Sind sie der nicht? Ist keins. Der Sigmar Gabriel zum Beispiel, der kommt aus einem... Der Vater war ein gewalttätiger Nazi. Der ihn geschlagen hat und die Eltern haben sich getrennt. Die Mutter war Krankenschwester und die Mutter hat Hungerstreiks vor dem Gerichtsgebäude gemacht, dass sie ihren Sohn kriegt. Und aber er muss eine gute Schulbildung gehabt haben. Nee, der hat Sonderschule erstmal gemacht und dann hat er sich hochgearbeitet. Also, ne? Der hat das gemacht. Ich meine, er hat es öffentlich gesagt, deswegen kann ich es auch sagen. Als die Eltern sich getrennt haben, da war der so durch den Wind, ne, dass die Lehrer gesagt haben, du taugst nicht. 650 Der hat sich dann Leute. Hochgearbeitet. 650 Martin Leute, Schulz, das war einer. Martin Schulz, der hat, ist ja auch bekannt, ne, dass der erstmal einen Absturz was verändern hatte. Naja, also Sigmar Gabriel ist Außenminister und Martin Schulz könnte Kanzler werden. Was also die Sigmar können Gabriel? Schon ganz schön viel verändern. Ne? Also ich könnte noch mehr aufzählen. Also das ärgert mich einfach, dass man sich mit Politik nicht auseinandersetzt und aber sagt, aber alle sind so. Nee, das behaupte ich nicht. Weil, ich weißt sage du, warum nur, mich das ärgert? Ich behaupte das nicht. Ich habe Sie nur gefragt, würden Sie, ich habe Sie eine ganz ich würde das machen.
Ich würde das machen. Also nicht Aushilfslehrer, weil Lehrer sollen was beibringen, das kann ich nicht. Ich komme sogar mit. Aber irgendwie in die Mensa oder sonst was. Nee, aber einfach in den Klassen sehen, wie sich der Lehrer fühlt. Oder in Vereinen Verein sehen, die nicht gefördert werden, die aber trotzdem stattfinden. Reicht ja auch, Sie können ja auch im Boxverein einfach mal kommen. Immer mal. Also, ja, also was ich zum Beispiel gemacht habe, ist, ich habe eine Woche in einer Hartz-IV-Familie mal gewohnt. Das war so ein Projekt, gerade mit dem Ansatz, ne? Ihr entscheidet über deren Leben, aber ihr kennt deren Alltag nicht. Ja. Ich gebe zu, das Angebot haben nur wenig Abgeordnete in Anspruch genommen. Es hat auch einen Arsch für Geld gekostet, ja, das ich auch privat bezahlt habe, ist aber in Ordnung, weil die mussten natürlich, ne, die haben natürlich auch was dafür gekriegt und so. Und das war für mich auch eine Erfahrung. Also auch wirklich in deren Wohnung, ja, mit denen das Badezimmer zu teilen und ne, mit denen einkaufen zu gehen und in die Beschäftigung zu führen. Oder? Ja, vielleicht bin ich, deswegen sitze ich vielleicht auch hier. Ne? Das würde vielleicht auch nicht jeder machen. Aber es gibt so eine und solche bei den Politikern. Nee, das habe ich, also nee, wirklich nicht. Also, aber das ist auch gerechtfertigt. Man muss sich auch, ich mache auch Promotion. Doch, man muss sich verkaufen dürfen. Und wenn man das gut macht und wenn man das aus den richtigen Mitteln heraus macht, finde ich es auch. Aber ich würde das, also diese Geschichte mit diesem Leben in der Langzeitarbeitslosigkeit, dieses das Projekt, das habe ich gemacht. Da war ich gerade, ich glaube, 2 Monate im Parlament. Ist ja meine erste Amtszeit jetzt. Ich bin ja erst 4 Jahre dabei. Ja. Und da hat kein Hahn nach mir gekräht. Ja, das war auch keine Kamera dabei und nichts. Weil ich einfach gesagt habe, ja, der Ansatz ist richtig. Der Ansatz ist richtig. Du musst da hingehen, musst ein Gespür dafür kriegen. Eine Frage finde ich noch vielleicht zwischendurch ganz interessant. Du machst als Musiker durch Texte deine Arbeit. Das heißt, du gibst den Leuten eine Botschaft und an der können sie sich festhalten und die hilft ihnen vielleicht irgendwie auf ihrem Weg. Du bekommst ja dafür dann schon relativ positives Feedback. Das sieht man ja an den Verkaufszahlen steigen, an Touren und so weiter. Bei ihnen machen sie Politik und unterstellen wir, versuchen auch Gutes zu machen, versuchen ihren Job richtig zu machen und sie bekommen an allen Stellen immer sehr viel Gegenwind. Mhm. Was glauben Sie, warum nicht genau der Unterschied zwischen diesen beiden Positionen? Für mich ist es als Künstler einfacher, weil ich alleine dastehe mit dem, was ich mache. Also ich repräsentiere nur mich, deswegen kann ich den Leuten, bin ich durchsichtig und die können mir abkaufen oder auch nicht. So, das bleibt ja jedem selbst überlassen. Und als Politiker, weil Sie haben gesagt, Sie sind 650 Leute, dann hat man 649 andere in diesem Boot, in dem man mitschwimmt. Und wird automatisch natürlich auch mit Tomaten beworfen, wenn die anderen mit Tomaten beworfen werden. Deswegen, es ist einfach undurchsichtig. Es ist alles undurchsichtig. Der steht für das, der steht für das. Dann gibt es wieder diese, man weiß überhaupt nichts im Endeffekt, was wird getan. Man ja, und das kann man aber nicht ändern. Also Politik, wie soll das denn gehen? Wie gesagt, soll es eine Einheitspartei geben, dass alle einer Meinung sind? Das wäre doch furchtbar. Also Politik ist einfach, besteht aus Kompromissen. Das ist zugänglicher machen. So. Ja, aber dafür muss dann auch ein Interesse auf der anderen Seite da sein. Ja, aber das wird ja kommen, wenn es zugänglicher gemacht wird. Da habe ich meine Zweifel. Wenn im obersten Hochfachdeutsch geredet wird die ganze Zeit und am G20-Gipfel nur Randale gezeigt werden, statt Ergebnisse, was dort überhaupt besprochen wurde, dann natürlich interessiert sich irgendwann keiner mehr. Man sieht nur brennende Autos, man sieht überhaupt nichts, was geklärt wurde. Mich interessiert gar nicht, ob die Olle von Trump von A nach B gefahren wurde. Interessiert mich null, ob die da hinkommt. Mich interessiert, was wird jetzt gemacht? Für den Klimawandel wurde beschlossen, dass die Abgasemissionen so und so viele Dezibel weniger wird. Da sitze ich da, was willst du von mir? Ja, was nein, soll man denn sonst sagen? Ja, dass genau, die sauberer was werden wurde beschlossen. Da bist du auch nicht froh mit. Da denkst du, die reden ja alle nur Scheiße. Ja, es wurde beschlossen, nein. Mich, wie viel? Ja. Nein, wie viel? Ja, aber lass mich dir mal was versuchen zu erklären. Ja, aber ganz kurz, ich will den Punkt nur ausführen. Okay. Wenn an dem, dann will ich ja genau wissen, welcher Konzern wird wie und wie belangt, was muss der jetzt genau tun? Mhm. Und nicht, wir machen was, damit es sauberer wird. Ja, aber dann wird es halt kompliziert. Ich meine, die Welt ist nun mal kompliziert. Ich versuche das. Ich versuche es echt. Also ich versuche es auf Facebook, ich versuche es, wenn ich mit Leuten rede. Wir haben auch ganz viele Schulklassen, die zu uns kommen. Das ist so uns immer ein super Mittel, weil denen kann man dann wirklich versuchen, das zu erklären, auch wie Demokratie so grundsätzlich funktioniert. Und für mich ist einfach ein Punkt, Demokratie ist was Kompliziertes. Und das ist auch ehrlich gesagt gut so. Weil es gibt nicht immer einfache Lösungen, es gibt auch nicht immer einfache Wahrheiten. Und natürlich gibt es verschiedene Meinungen im Bundestag, weil es verschiedene Meinungen in der Bevölkerung gibt. Stimmt. Und all diese Meinungen müssen auch vertreten sein im Bundestag. Richtig. Deswegen kann es nicht anders sein, als dass man auch miteinander streitet und miteinander diskutiert. Und das ist gut. Aber richtig ist, dass dort jeder steht, sein Plädoyer hält. Fehlt nur noch, dass er irgendwie nebenbei Candy Crush spielt und sein Latein da runterscrollt. Das ist für mich einfach nicht durchsichtig. Dann empfehle ich mal eine Rede meines Kollegen Lothar Binding. Das ist ein total cooler Typ. Der hat letztens mal eine Rede gehalten mit dem Zollstock. Ja. Und hat daran deutlich gemacht, wie das Verhältnis von normalen Arbeitern zu Managern ist. Ja? Ja. Das Verhältnis, was sie verdienen.
Also wir haben auch Leute, die das sehr, sehr gut erklären können. Es gibt auch Leute, die können es nicht. Glaube ich. Kann ich jetzt auch mal was zurückfragen? Ja, klar. Weil ich voll und ganz, dazu ist das da. Sonst sind wir hier durch und ich meine, ich bin Familienministerin, Frauenministerin und wir haben es eben mal so ganz, ganz kurz gestreift. Ich frage mich immer, warum muss im Hip-Hop, im Rap so viel darüber gehen, dass man andere abwertet? Machst du nicht. Ich meine es jetzt aber mal generell, die Musikrichtung. Da läuft so viel darüber, dass man andere kleiner macht, seien es Frauen, seien es Schwule, seien es Ausländer, ist mir egal wer. Aber in der Musikrichtung viel. Ja, warum genau, weil die Leute, die echt sind oder die, sag ich mal, authentische Leute, das sind authentische Musikrichtungen, die Leute kommen von unten und unten läuft es halt anders. Auf dem Beton ist es anders, da gibt es keine schöne Landmaus, sondern da ist die Landmaus so eine fette, eklige, riesige Ratte. Und so wird halt dann auch gesprochen, ja, und so wird anders gefressen, so wird anders, da kriegt man einen ganz anderen Hunger, als wenn man eine süße Landmaus da über den Rasen sieht. Ja, aber was hilft es dir denn? Das ist doch meine Frage. Was hilft es dir denn, wenn du mit deinem Leben jetzt nicht zufrieden bist oder so? Ich mach doch gar keine andere Runde. Ich frage doch nur generell die Musikrichtung. Manche Leute haben Hunger und sind frustriert und kämpfen. Und warum muss man dann auf jemand anders draufhauen? Weil man macht noch gar nicht. Man macht seinen Ärger Luft. Und das ist diese Sprache. Rap ist genauso politisch wie ihre Politik. Wenn sie dort Lateinreden halten, sind wir so. Ich sag genau, was ich will. Ich kann keine Lateinreden, verdammt nochmal. Ich will jetzt auch nicht nochmal. Also es reicht mir jetzt echt langsam. Ich rede ja für Sie. Sie sind eine Sprache. Sie machen mich auf das gleiche Level. Ich setze Sie auf das gleiche Level. Ich habe genau dasselbe gemacht wie Sie gerade. Wir fressen uns nach oben. Sie halten Lateinreden. Punkt. Ich bin cool mit dem, wenn die Leute ein gutes Herz haben und das Herz am rechten Fleck haben. Wenn man Arschloch ist als Mensch, dann ist man Arschloch als Mensch. Für den und wenn ein Politiker ein gutes Herz hat? Ja, ist doch gut. Ich habe doch gar nicht. Ich finde sie ja sympathisch. Ich bin ja froh, dass wir, dafür sitzen wir ja, glaube ich, auch hier, dass wir diese ganzen Klischees mal ein bisschen aufbrechen. Ja, richtig. Ne? So. Und wenn am Ende steht, es kommt immer darauf an, was der Einzelne da draußen macht. Und egal, wo der ist. Also, richtig. Und wir brauchen irgendwie die Anständigen und die Respektvollen und so, die brauchen wir ja überall. Haben Sie total recht. Ich bin da auch bei Ihnen. Aber wenn Sie alleine die eine Anständige sind oder vielleicht noch der andere mit dem Zollstock, dann ist das zu wenig bei 650 Euro. Ja, was sind viel mehr? Das Problem in der Politik ist halt, wir sind 690 Euro, nicht 50? 90. 690. Und man sieht immer nur, ich sag mal, 10 oder so, 20 vielleicht, im Fernsehen. Und die kommen unterschiedlich rüber. Ja. Ich habe jetzt eben zwei Beispiele genannt, ich war Gabriel Martin Schulz, man könnte andere auch aus anderen Parteien nennen, dass die eigentlich solche Erfahrungen gemacht haben. Und zum Beispiel, dass der Sigmar Gabriel, weil ich jetzt gerade von diesen Straßenkindern komme, dass der sich schon ganz lange um Straßenkinder in Berlin kommt, da gibt es überhaupt keine, da macht er auch kein, ich weiß gar nicht, ob das so öffentlich ist, ich habe jetzt keine Geheimnisse verraten, aber so, ne? Da redet er nicht drüber und da schreibt auch keiner drüber, das ist auch okay, aber irgendwie, der macht das und ganz viele andere machen ähnliche Dinge. Aber warum kriegt man das nicht mit? Ja, weil wenn man das macht, dann heißt es ja, ihr trefft euch ja bloß mit denen. Warum? Wenn man es real macht und nicht dann auf den St. Martin macht, ich teile meinen Mantel, sondern das wirklich real macht und dort ist, wie ich zu Jürgen gesagt habe, wenn Sie eine Woche, von mir aus soll Fernsehen mitkommen, soll ich ja, wenn Sie eine Woche oder zwei Wochen oder drei Wochen in der Schule sind und sich das angucken und dann Bezug zu diesen, aber ich meine eine Schule, die es in sich hat. Ich meine keine, wo so, oh, ja, die sind ganz nett und das ist okay, sondern ich meine eine, die es in sich hat. Wo die Leute schon aus der 7. Klasse rausgehen, aus der 8. Klasse mit der Schule aufhören. Da sich das mal angucken und einfach nur wirklich mit 100% Ehrlichkeit. Ich glaube, das wird authentisch wahrgenommen von den Leuten, weil die Leute spüren, das ist das Einzige, was wir noch haben, weil die Bildung fehlt, ist, dass wir spüren, was authentisch ist und was nicht. Und deswegen kommt Rapmusik gut an bei den Kids, weil sie wissen, dass es authentische Leute haben Hunger. Und das ist, was bei Politik eben nicht ist. Da weiß man nicht, kaufe ich das jetzt ab, kaufe ich es nicht ab. Wenn man denen eine authentische Erfahrung und ein authentisches Bild liefert, dann werden sie auch Interesse für Politik haben. Und das andere, was vielleicht, glaube ich, auch ein Problem ist, also wir machen das. Ja. Wir machen das nach der Wahl. Also einen Monat schaffe ich, glaube ich, nicht, aber ein paar Tage schaffe ich auf jeden Fall. Ich bin mit du organisierst das. Genau, wir brauchen auch keine Medien dazu, ist mir egal, aber machen wir. Aber was ich noch sagen wollte, ist, ich glaube, es gibt so ein generelles Missverständnis, weil uns die Leute ja immer sagen, nach der Wahl, ihr habt vor der Wahl was versprochen und jetzt haltet ihr das nicht. Und da muss man, glaube ich, echt nochmal sagen, wir leben in einem Land, wir haben ganz, ganz selten eine absolute Mehrheit. Also wir haben ganz, ganz selten nur eine Partei, die regiert. Wir haben fast immer zwei, manchmal drei, die sich dann einigen müssen und die Kompromisse schließen müssen. Und deswegen ist es halt so, du sagst vor der Wahl halt, was du erreichen willst, wenn du drankommst. Stimmt. Und dann kommst du zusammen, also wir jetzt zum Beispiel mit CDU und CSU, und das ist echt hart, weil die sind gerade in den Sachen Bildung,
gerade auch in Sachen Familie, sind die ziemlich weit von uns weg. Und dann müssen wir uns einigen. Und dann haben wir halt in unserem Wahlprogramm, wir haben zum Beispiel beim letzten Mal stehen gehabt, Arbeitsverträge dürfen nicht einfach so befristet werden. Wenn du einen Arbeitsvertrag kriegst, klar, du hast eine Probezeit, aber ansonsten muss der unbefristet sein, weil sonst kannst du ja keine, wie sollst du sonst eine Familie gründen, wenn du immer nur einen Vertrag für ein Jahr kriegst oder so, wie soll das gehen? Und das haben wir einfach nicht durchgekriegt. Wir haben ganz viel durchgekriegt, wir haben Mindestlohn durchgekriegt, wir haben bei der Rente ganz viel durchgekriegt, wir haben echt viele Sachen durchgekriegt und manches haben wir halt nicht durchgekriegt. Und dann sagen die immer, ja, ihr habt euer Versprechen gebrochen. Deswegen sage ich immer, da muss man, glaube ich, auch mal aufklären. Und kann sagen, das ist ein Angebot. Wir haben beim letzten Mal 23% gehabt, die anderen hatten 42. Und wir haben ich dafür da echt viel durchgekriegt. Ich bin da total bei Ihnen. Ich glaube, das kann es auch verstehen. Und man muss sich ja auch in der Mitte treffen. Aber jetzt sehen Sie mein Bild, was ich davon habe, ist, es ist ein Boot, da ist ein Leck in der Mitte und man streitet sich darüber, ob man es mit einem Korken zumacht oder mit seinem Größe. So, dann streitet man sich die ganze Zeit drüber und dann macht man 50% das, 50% das und dann kommt man irgendwie gar nicht zum Punkt, trotzdem läuft die ganze Zeit weiter Wasser rein. Das ist das, was wir mitkriegen. So, das ist ja schön, dass man sich, natürlich muss man sich streiten, aber irgendwo ist dann der Punkt gekommen, wo man einfach Entscheidungen braucht und dann vielleicht muss ja ein bisschen mehr über unsere Köpfe hinweg bestimmt werden, als dann einfach irgendwas zu entscheiden, wo es wird ja sowieso über uns hinweg entschieden, ob wir dann. Wissen Sie, was ich meine? So, es wird, im Endeffekt bin ich ja machtlos, wenn ich jetzt noch mehr Steuern zahlen muss, dann muss ich sie zahlen. Wenn ich sie nicht zahle, dann ist das Finanzamt mir am Sack, aber ganz schnell. An dem Punkt, ja. Genau, das wird ja über mich hinweg entschieden. Da kann ich ja gar nicht so wirklich. Ja, was heißt über mich hinweg? Ne? Das ist normal Demokratie, dass man. Das, na, genau. Irgendwer entscheidet, es sei denn, man macht sich selber auf den Weg, so wie ich jetzt, und sagt. Ja, aber man sitzt jetzt eben in diesem Boot und es läuft Wasser rein. Ja, aber nochmal, also gucken wir mal in die Länder um uns rum. Ja? Ich würde sagen. Klar, wir haben hier echt keine perfekten Zustände. Es gibt auch Ecken, wo es richtig scheiße läuft. Ja. Aber es gibt, ich würde mal sagen, dieses Land insgesamt haben wir auf einem, da läuft insgesamt viel weniger Wasser rein, als das in anderen Ländern der Fall ist. Das hilft jetzt denen, bei denen das Wasser reinläuft, nicht viel. Aber ich habe es versucht ja zu sagen, bei den Kindergärten, bei den Schulen, auch bei den Familien selber, versuchen wir echt richtig viel zu machen. Übrigens, ich würde dann gerne nicht nur in die Schule gehen wollen, sondern auch mal in so einen Sportclub. Jederzeit. Das fände ich mindestens jederzeit genauso interessant. Eine entscheidende Frage am Abschluss ist dann aber die, um die es dann vielleicht jetzt dann doch Richtung Bundestagswahl geht. Warum sollte man wählen gehen? Politik entscheidet über dein Leben, ob du dich daran beteiligst oder nicht. Und wenn du dich nicht daran beteiligst, dann ist das im Grunde genommen eine Stimme am Ende für Leute, die du möglicherweise gar nicht haben willst. Also ich weiß jetzt nicht, wie die Leute ticken, die das hier sehen. Ja, vielleicht finden von denen ja einige die AfD super. Ich tue das nicht. Und ich glaube auch nicht, dass die die Lösung haben für diese Leute. Ja, die wollen zum Beispiel, dass du dich privat arbeitslosen gegen die Arbeitslosigkeit versicherst. Die wollen Erbschaftssteuer streichen für die ganz Reichen. So, ne? Also, und vor allen Dingen stehen die halt echt für eine Spaltung der Gesellschaft. Und Wenn du nicht willst, dass Leute dein Land regieren, die du scheiße findest, dann musst du wählen gehen und musst für die Leute stimmen, die du besser findest oder sogar im Idealfall gut. Das kann jetzt alles sein. Ich will gar nicht nur für meine Partei Werbung machen. Ich will Werbung dafür machen, wählen zu gehen, aber schon auch ein bisschen kritisch hinzugucken. Die einfachen Lösungen sind nicht immer die besten. Das finde ich wahr, sehr wahr und auch richtig. Ich finde nur, dass dort eben genau sich das kristallisiert. Wenn dann eben die Menschen gar nicht mehr wissen, was sie tun und was sie wählen und dort die Bildung fehlt und die Information fehlt, dann haben wir ja eigentlich ein Grundproblem. Und das ist, was es ist. Sie haben vollkommen recht. Und ich will zum Abschluss eigentlich nochmal sagen, Sie waren sehr höflich die ganze Zeit und auch sehr bedacht darauf, sich nicht zu rechtfertigen, sondern engagiert da reinzugehen. Ich hätte jetzt noch lieber, weil ich so viel Frust so ein bisschen abgeladen habe, es hätte auch noch mehr sein können, aber Sie haben das sehr höflich noch mitgegeben und auf jeden Fall mit Emotionen. Also das war noch in Ordnung, aber... Die Frage von meiner Seite an dich wäre jetzt, gehst du wählen? Ja, ich sollte wohl wählen, aber eigentlich bin ich so desinteressiert, weil aber diese Anspruch, das ist richtig, man gibt da die Entscheidung ab, wer das Land regiert und wer über einen bestimmt oder hinweg bestimmt oder auch nicht so. Und da sollte man sich informieren. Es sollte trotzdem zugänglicher gemacht werden. Und glaubst du, dass das, was hier passiert ist, eventuell auch Leuten aus deinem Umfeld oder die du jeden Tag siehst, hilft? Ich weiß es nicht. Das liegt aber auch in unserer Gesellschaft an sich so, die ich jeden Tag sehe, bestimmt. Aber so Kids brauchen Eilmeldungen und dem ist das und das passiert. Der schießt auf den und den. Ob das interessant genug ist, so ein Gespräch für die Kids von heute, weiß ich nicht.
Siehst du dich aber in einer Verantwortungsrolle? Auf jeden Fall. Sie auf jeden auch? Fall. Was heißt Verantwortung? Also ich fände es richtig, gut, weil es ist eigentlich nicht sein Job, aber sie sind natürlich ein Vorbild, ne? Ja, es ist schon immer ein Job. Also ich finde jeder irgendwo, natürlich kann man sagen, was man macht und man darf auch mal angehen, man darf auch mal auf die Kacke hauen, aber letzten Endes ist man mit dem, was man tut, irgendwo ein Vorbild für Leute. Sobald du Leute erreichst, bist du irgendwo ein Vorbild. Wenn du dann das Vorbild sein willst, das du am Ende des Tages bist, ist es okay, aber immer ein bisschen hinterfragen, was man tut und ein bisschen Vorbild sein. Letzten Endes sind aber eigentlich die Eltern das Vorbild. Da fängt es ja wieder an. Ja, aber also Kids in dem Alter, ne? Wie läuft denn das zu Hause? Finde ich jetzt cooler. Also mein großer Sohn ist halt schon aus dem Haus. Eine Kleine ist noch da und ich bin denen einfach irre dankbar. Ne? Die haben jetzt natürlich mit mir schon echt ein Päckchen zu tragen. Ne? Ich bin viel weg und ich finde es total super, dass die mich da unterstützen. Das müssten sie ja auch nicht machen. Und die finden das gut, was ich mache. Die sind nicht immer mit mir einheitlich einer Meinung. Das müssen sie auch nicht. Aber wir diskutieren viel und alleine das freut mich schon. Mit dem Kleinen übrigens noch mehr als mit dem Großen. Also über Politik und so. Die sind da schon auch kritisch. Aber ich hoffe, dass die beide wählen gehen. Der eine kann ja jetzt schon, der andere noch nicht. Und ich hoffe, dass die sich engagieren, wie und wo auch immer. Ich bin gespannt auf den Ausflug danach, ob mit oder ohne Kamera. Vielleicht muss das ja gar nicht immer eine große Glocke gehängt werden, aber ich wäre trotzdem gerne dabei. Ich möchte Sie gerne im Boxring sehen. Vielen Dank für die Runde. Dankeschön. War mir ein Vergnügen. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank.